Ja, gestern habe ich noch fleißig meinen 30. Geburtstag gefeiert. Ich habe aber nicht zu lange gemacht, weil ich wusste, ich will heute unbedingt angeln gehen. Und zwar geht es für mich nochmal nach Slowenien. Ich habe mich letztes Mal richtig in das Land verliebt beim Angeln. Und das Besondere bei dieser Session noch dazu ist, dass meine liebe Mama mitkommt. Die ist ja immer ganz interessiert, was ich mache, und die will das auch mal sehen. Ich bin gerade am Autobacken und euch nehme ich natürlich bei den Abenteuern auch wieder mit. Ein herzliches Willkommen nochmal aus dem wunderschönen Slowenien. Ich habe mich ja letztens so richtig in diese Seen, in diese Atmosphäre verliebt. Man hat hier komplett seine Ruhe. Deswegen wollte ich hier unbedingt nochmal für einen zweiten Trip zurückkommen. Wir sind hier an einem anderen See. Wir haben hier eine große Kiesgrube. Und ja, wir haben gestern aufgebaut und meine liebe Mama ist aus Unterstützung mit dabei. Die wollte das einfach auch mal sehen, was ich eigentlich so genau arbeite und mache. Ich hatte tatsächlich heute früh schon einen wunderschönen Spiegel gehabt und es war so unerwartet, weil es einfach so ein Gefühlsspot von gestern war, wo ich dachte, es könnte funktionieren. Hat funktioniert und den Spiegelkarpfen blende ich jetzt euch gleich danach ein. Der war wirklich wunderschön. Wir haben jetzt noch 2 Tage übrig und wir sind beide richtig gespannt, was wir noch sehen dürfen an Fische. Es war sehr ruhig und gehoben. Ich habe mir allerdings heute die Zeit genommen und mal das Gewässer wirklich den ganzen Tag konsequent beobachtet, einfach um zu schauen, wo die Karpfen zu welcher Uhrzeit sind. Und die haben sich sehr wohl, sehr oft gezeigt. Und darum habe ich mich jetzt entschlossen, meine Ruten noch umzulegen, bevor ich ins Bett gehe. Ich habe 2 neue Spots und ich bin richtig gespannt, ob die gut laufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß nicht.
ein Riesenkoi. Echt? Der ist weiß. Boah, der ist riesig. Leute, ich bin immer noch richtig am Zittern. Ich habe nämlich, wie ich den Fisch gesehen habe, ich wollte ihn auf keinen Fall verlieren. Er hat mich sehr oft ins Kraut gezogen. Ich musste den Drill langsam machen, damit ich ihn nicht verliere. Aber ich habe hier einen richtigen Beauty-Karpfen gefangen. Das ist der Wahnsinn. Ich bin so, so gespannt. Wir schauen uns den jetzt an der Abhängigkeit an. Die Route abgelaufen und der Schuppi, Leute. Oh. Starker Drill, starker Fisch. Bis jetzt der größte dieser Session. Ein Traum. Ich und die Mama haben gerade Karten gespielt und auf einmal ist die Route abgepfiffen. Oh, ich bin mehr als wie glücklich. Es ist jetzt Tag 2. In der Nacht hatte ich diesen Koi-Ghostie und jetzt hat so eine Granate nachgelegt. Yes. Es ist der Wahnsinn. Ich habe dem Schuppi gerade zurückgesetzt. Die Routen neu gefahren und es hat, lass mich lügen, 10 Minuten gedauert und die Route ist gerade schon wieder abgelaufen. Ganz ungewöhnlich. Wir hatten bis jetzt nur Nachtbisse und einen Frühmorgen. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich bin gespannt, was da zu vorschreiben wird.
bin ich wieder. Ich würde sagen, schneller als gedacht. Der nächste Schuppi, nächster Fisch. So kann es weiterlaufen, Leute. Sternenstunden. Ein turbulenter Tag neigt sich dem Ende zu. Die habe ich mir heute wirklich verdient. Es ist heute der letzte Tag. Wir haben jetzt noch eine Nacht vor uns. Morgen früh um 5 Uhr müssen die Ruten raus. Und ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden mit dieser Session. Schöne Fische, das Wetter war toll. Das Gewässer ist wunderschön. Wir hatten unsere Ruhe. Und jetzt genieße ich meine Abendpfeife, lass den Tag ausklingen und wir sehen uns morgen. Geht's jetzt ab nach Hause. Mutti, wie war's? Schön! Also Leute, nächstes Land, nächstes Abenteuer.